Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Es ist der 1. Mai und das bedeutet, es wird Sommer. Und das bedeutet, die Festivalsaison fängt bald an. Ich werde ständig auf den verschiedensten Portalen von euch gefragt, auf welche Festivals ich denn diesen Sommer gehe. Und noch viel häufiger werde ich gefragt, gehst du dieses Jahr zu Rock am Ring? Zunächst einmal die Antwort auf diese Frage, nein. Ich fahre 2019 nicht zu Rock am Ring. Aber die Ärzte treten doch da auf. Ja, und mir könnte nichts egaler sein. Ich fahre nicht mehr zu Rock am Ring und das hat mehrere Gründe. Ich war jetzt mittlerweile schon 5-mal bei Rock am Ring. 2012, 2013, 2014, 2015 und 2017. Rock am Ring war so quasi mein Starterpack und es war das Festival, das mich halt in die Festivalwelt reingebracht hat. Es hat mir auch ausnahmslos jedes Mal super viel Spaß gemacht. Und Ende 2016 meldeten sich auf einmal die Veranstalter von Rock am Ring bei mir und da haben mir fucking 12 Freikarten für 2017 geschenkt. Ohne Scheiß, das war kurz vor Weihnachten und als ich den Anruf von denen bekommen habe, ich habe wirklich geheult vor Freude. Muss man sich mal überlegen, 12 Freikarten, das hat einen Gesamtwert von 2.500 Euro. Und das nur, weil die meine Vlogs so geil fanden. 2017 war dort auch ein super Jahr. Ich durfte frei auf dem Gelände drehen, habe viel gelernt und vor allen Dingen noch viel mehr mitnehmen können und habe super viel Spaß gehabt. Ich glaube, 2017 war das beste Rock am Ring von allen. Und was haben mir die Veranstalter 2018 per WhatsApp geschrieben? Das Festival läuft auch ohne deine Videos sehr gut. Du bist doch YouTuber, du verdienst doch genug Geld, um dir eine Karte zu kaufen. Ich muss sagen, ich habe das mit Medienanwälten abgeklärt. Das ist eine Unverschämtheit, diese Antwort. Okay, vergesst den letzten Teil. Das war nur Spaß, das Gespräch hat nie stattgefunden. Und das war gerade nur eine Parodie auf Concrafter, diese absolute Heulsuse. Die Sache ist die, Rock am Ring reizt mich gerade einfach nicht so, einfach weil da viel zu viele Menschen sind. Das Festivalgelände ist einfach kacke, egal wo man steht, man ist immer weit von der Bühne weg und kriegt irgendwie nur die Hälfte mitgefühlt. Und der Weg vom Zeltplatz bis zum Festivalgelände dauert zu Fuß einfach teilweise 45 Minuten. Und das ist mir der Stress da absolut nicht wert. Maximal für Rammstein würde ich noch zu Rock am Ring fahren, aber die sehe ich dieses Jahr schon in Gelsenkirchen. Und meine Fresse, bin ich auf die Live-Show zu der neuen Single von Deutschland gespannt. Diese Festival-Videos, die ihr jeden Sommer ja von mir kennt, die mache ich seit 2012. Damals sahen die übrigens noch so aus. A bitch, please! Wir trinken! Ja, geil, oder? Nicht mal HD. Die hatten damals einfach nur den Auslöser, für uns eine Erinnerung zu sein und eventuell den einen oder anderen von euch zum Lachen zu bringen. Und nach einigen Jahren haben ein paar dieser Videos auf einmal über 100.000 Aufrufe und plötzlich kommen haufenweise Veranstalter auf mich zu und wollen mir Freikarten schenken. Das kann ich überhaupt nicht fassen. Einfach auch aus dem Grund, weil es gibt so viele tausende YouTuber in Deutschland, die größer sind als ich. Und dann kommt man auf mich zu und macht mir diese Angebote. Ich bin da echt sprachlos manchmal. So, auf welche Festivals gehe ich denn jetzt dieses Jahr? Wo könnt ihr mich sehen? Wo könnt ihr mich anquatschen? Was geht denn dieses Jahr? So, ich starte dieses Jahr im Juni mit dem Kerbholz Heimspiel, weil es mir dort einfach letztes Jahr so gut gefallen hat, weil die Veranstalter und die Bands einfach mega sympathisch sind, wir uns dort ausleben konnten und einfach mega den Spaß hatten. Deswegen werde ich dort dieses Jahr wieder hingehen. Dann natürlich, wie könnte es anders sein, die GOND. Weil diese einfach mein allerliebstes Lieblingsfestival geworden sind. Es ist klein, es ist laut, es ist gemütlich, es ist einfach hammergeil dort. Ich würde überhaupt nicht gehen, wenn die nicht zumachen würden. Entschuldigung, es fehlen immer noch 14 Likes auf dem Gond-Video, sonst werde ich nächstes Jahr nicht wiederkommen. Ihr habt den Mann gehört, Gond-Video hier oben im i verlinkt. Ich meinte mal zu meinem Bruder, zu Gond würde ich sogar mit einem gebrochenen Bein hinfahren. Ihr müsstet dann schon zusehen, wie ihr mich transportiert. Er antwortete daraufhin, ja, wir würden dich dann auf so einem Schild tragen, wie den Häuptling von Asterix. Dann fahre ich dieses Jahr noch auf das Obscene Extreme Festival. Nicht. Aber es geht auch das Hurricane Festival. Von denen habe ich dieses Jahr auch eine Einladung bekommen, wo ich mich an dieser Stelle schon mal herzlich bedanke. Und ich freue mich sehr auf Betontod, Papa Roach, Schmutzki, die Toten Hosen und viele mehr. Außerdem, wie auch schon 2016, freue ich mich sehr auf das Vainstream Festival. Da dieses nur einen Tag lang geht, werde ich die Kamera dieses Jahr zu Hause lassen. Und Ende August bin ich das dritte Jahr in Folge wieder als Fotograf auf dem Green Juice Festival. Auch eine Zusammenarbeit, die sehr gut in Harmonie stattfindet und die ich sehr genieße. Interessant finde ich dieses Jahr auch das Nova Rock Festival. Nicht nur, weil ich Fan von Sum 41 bin, sondern weil es das erste Festival seit ever ist, dass die Toten Hosen und die Ärzte gleichzeitig auf dem Line-Up hat. Dahin schaffe ich es aus zeitlichen Gründen dieses Jahr leider nicht, aber ich bin sicher, da wird man einiges von hören. Und apropos Tote Hosen, damit geht es dieses Jahr insgesamt für mich los, denn am 6. Juni fahre ich gemeinsam mit meiner ganzen Familie auf das Konzert nach Warschau. Das sind auf jeden Fall meine Festival-Tipps für das Jahr 2019. Jetzt wisst ihr, wo ihr mich treffen könnt und wo mich auch gerne mal ansprechen dürft.
Auf welche Festivals seid ihr denn dieses Jahr? Was könnt ihr noch empfehlen? Schreibt es unten in die Kommentare. Ich bin sehr gespannt. Ich möchte noch mal ein ganz kleines Abschlusswort zu den Einladungen sagen, die ich von den Festivals immer bekomme. Ich habe mal eine Zeit lang versucht, Product Placements oder eine anderweitige Bezahlung von den Festivals zu bekommen, im Austausch für meine Reichweite, weil im Prinzip das, was ich hier auch gerade in dem Augenblick mache, ist auf irgendeine Weise Werbung für die. Mit zwei größeren Festivals war ich schon mal in ernsthaften Verhandlungen, allerdings habe ich von beiden eine Absage bekommen mit der Begründung, ja, uns als Privatperson gefallen deine Videos, wir finden das witzig, aber für eine Zusammenarbeit mit größeren Sponsoren kann man das nicht verkaufen. Das, was du machst, ist zu asozial. Und ich dachte erstmal, was? Wo ist das denn hier asozial? Jawohl, die Scheiße! Zuerst einmal muss ich dazu sagen, schade. Im Prinzip bringe ich in meinen Videos genau zu 100% das wieder, was auf Festivals passiert und nichts anderes. Ich kann aber auch verstehen, dass man diese Inhalte nicht unbedingt an den 0815-Kunden verkaufen kann, da das... Okay, ich bin ganz ehrlich, diese Videos sind einfach asozial, die ich mache, kann man nicht anders sagen. Mir wurde dann auch schon angeboten, dass ich mit diesen Videos etwas runterschrauben kann, dass sie am Ende von Prüfern abgenommen werden und dann könnte man eine Zusammenarbeit starten. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, nee, das will ich nicht. Denn dann wären meine Festivalberichte halt erstmal nicht mehr ehrlich und sie würden auch zweitens den Zweck nicht erfüllen, für den ich sie überhaupt gemacht habe. Und zwar damit es für unsere Truppe eine schöne Erinnerung ist und um euch zum Lachen zu bringen. Ehrlich gesagt finde ich schon schön, wie es gerade ist und dass so viele Veranstalter auf mich zukommen und Karten schenken, macht mich einfach sprachlos. Vielen Dank dafür. Ja, ja, herzerwärmende Worte. Wie ist eure Meinung dazu? Schreibt mir auch das mal unten in die Kommentare. Und ansonsten würde ich sagen, Daumen rauf, wenn es euch gefallen hat und bis zum nächsten Mal. Abonnier, like und abonnier, YouTuber!